Weiter, was geht ab, Leute? Team Hobbit hier. Und dieses Wochenende findet YCS Sydney statt. Und wir haben hier mal die Top-Decks, die gerade gespielt werden. Und wir werden ein bisschen darüber diskutieren. Was heißt dieses Wochenende jetzt? Heute? Ja, genau, heute. Heute Morgen. Cool, dann schauen wir mal was. Erstes Deck. Performage, also Pepe. Mit keine Überraschung, oder? 195 Mal gespielt. 22%. Ja. Also knapp 23. Ja. Auf jeden Fall das Top-Deck im jetzigen Meta, denke ich, weil einfach stark durch den Wizard, der gekommen ist. Monkey Board erst so, ich komme kommen. Ich bin noch ein Sucher wie Joker, einfach so. Kann man noch mit der Variante, mit der Ariadne spielen, also ja. Mit so einem Thread noch, wenn man spielen da möchte. Da sind wir eh gespannt, wie das jetzt die Sydney ist, ob, ob die Variante mit Ariadne stattfindet oder nicht, und wie krass und ob es läuft oder nicht, weil ja. Man munkelt so. Ne? Ja. Noch mit Infinity noch, auch ja. Zusätzlich aus. Als Platz 2 immer noch die Magicians, knapp 8%. Magicians habe ich eigentlich gedacht, die werden nicht mehr so oft gespielt, aber anscheinend immer noch gut. Aber man muss bedenken, das Set ist vorgestern rausgekommen, vielleicht hatte noch nicht jeder die Gelegenheit. Genau. Natürlich das, ja. Man wird sehen, wie das Deck gespielt wird, in welcher Verbindung, ob noch mit Apex oder anders oder... Ich bin echt gespannt, ja. Auf Platz 3 Cosmo, knapp hinter Magician. Auch keine Überraschung eigentlich. Eigentlich auch keine Überraschung, war ja auch immer das Top, eigentlich in diesem Top 3 Decks. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Cosmo gespielt wird oder wer wie was spielt. Ja. Mit Anti-Elementen oder nicht, weil ob es mithalten kann jetzt, ja, finde ich echt cool. Und dann, das waren jetzt die drei Top-Decks eigentlich sozusagen. Dann kommt ein bisschen weiter unten, dann Hero mit knapp 40 Leuten. Oh, da Platz für Hero oder was? Ja, Platz für Heroes. Ja. Überrascht mich jetzt sogar, ja. Weil Hero fand ich eigentlich nie so stark. Ich fand es eigentlich immer scheiße. Ja, ja. Ich auch. Was mich jetzt natürlich nicht wundert, ist auf Platz 5 Satella Knight. Oh mein Gott. Mit 33 Spielern. Ja. Knapp 4%. Immer noch sehr spielstark. Kann man noch alles machen. Anscheinend. An Fallen ist auch noch alles da. Duft. Also jetzt ist ja, ja viele Satella Spieler. Ja. Duft Main, jetzt ist Notis draußen. Wir sind gespannt, wie diese Falle jetzt im Meter einschlagen wird oder nicht. Ja. Wurde auch nicht eingeschränkt, außer Rota auf 1. Jetzt kommt Mermel. Ist mit Satella auf Platz 4 mit 33 Spielern. Also genau dieselbe. Ja. Entschuldigung, auf Platz 5. Jetzt hier mit dem Prince, Attention Prince, der rausgekommen ist jetzt in dem Set. Bin ich auch sehr gespannt, wie dieses Deck einschlagen wird jetzt im Meta. Genau. Ja. Auf Platz 6, Burning Abyss. Ja. Ist gut. Finde ich auch gut mit dem neuen hier, mit dem Reno und Twin Twister. Wir werden sehen, wie das gespielt wird. Auf Fallenlastig. Jetzt kommt ein Deck, was mich auch sehr überrascht. Ja, und das mich ja auch freut auch. Ja. Deskbot. Deskbot, ja. Die sind echt nicht so schlecht. Robots sind echt krass, habe ich gehört. Aber. Auch OTK-Potenzial und ich denke mit Wavering Ice auch kompatibel mit den anderen, gegen die anderen Pendel-Decks, ja. Kann man da glaube ich auch viel machen. Ja, also ich bin da echt. Wie viele Leute spielen Deskbot? 24, also knapp unter Burning Abyss, also drei weniger als Burning Abyss. 24 verrückte Leute. Also ich bin gespannt, vielleicht toppt es ja einer, das wäre echt geil, ja. Wir werden sehen, ja. Dann auf nächsten Platz haben wir Infernoids. Mit 17 Spielern. Eigentlich keine Ahnung, ob das eigentlich noch läuft. Ob man über welche neuen Karten drin spielt oder so. Überrascht mich, es ist überhaupt noch gespielt mit 16 Leuten. Ja. Dann nächstes haben wir Magic Spectre, habe ich gedacht, das ist eher heute, so wenige. Mit 14 Leuten sogar. 16. 16, sorry. 16 Magic Spectre. Haben wir eher gedacht, dass es noch spielstärker ist als Inferno, aber anscheinend eher nicht. Ja, aber das ist halt dann auch die Frage, wie die Magicians spielen, ob sie das dann mit Magic Spectre spielen oder nicht. Ja. Wir werden echt sehen, ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, dass wir auf Tops kommen. Und dann kommen halt dann so diese kleinen No-Name-Decks, so diese anderen. Ja, wie Madolche, Lightsworn, Fluffle, ja, Blackwing, Exodia, Radel, Juju, Senju. Ja. Und es sind 855 Spieler in Sydney. Ja. Ja. Ist okay. Ist eine gute Zahl. Erstes Turnier jetzt mit dem neuen Set. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich schon drauf, ja, was toppen wird und so auf jeden Fall. Sind, ja. Was der jetzige Meta sagt, wie die Decks gespielt wird. Das Side-Deck ist auch wichtig. Und wird uns dann auch für die Zukunft dann einfach mal zeigen, für unsere Turniere, die wir dann spielen. Gibt ja jetzt auch wieder neue Kombos, neue Spielzüge, die man auch lernen kann und vielleicht machen wir auch viele Spielfehler. Man wird sehen. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon. Ich auch. Weißt du, es nicht mehr? Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg noch. Viel Spaß. Und viel Spaß. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an.
Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.